Welche Trading-Ansätze stehen eigentlich einem berufstätigen Trader zur Verfügung? Wie kann er Trading am besten in seinen Berufsalltag integrieren? Darüber sprechen wir in Kürze. Bleiben Sie dran. In einem Börsenforum habe ich gelesen, wie Trader über verschiedene Intraday, also sogenannte Daytrading-Ansätze gesprochen haben. Und da hat einer dann am Ende dieser Diskussion, dieser Online-Diskussion geschrieben, dass er jetzt quasi eingesehen hat oder verstanden hat, dass den berufstätigen Trader vernünftigerweise nur gewisse Swing-Trading-Ansätze, also Positionstrading, zur Verfügung stehen, denn alles andere ist sehr, sehr schwierig zu handeln. Und das ist in der Tat so. Wenn Sie heute Trading nicht als Beruf ausüben, sondern einen ganz normalen klassischen 9-to-5-Job haben oder wie immer jetzt ihre Arbeitszeiten aussehen, dann ist es einfach so, dass sie sich an die Börsenöffnungszeiten natürlich anpassen müssen. Wir haben einerseits Märkte in Europa, die von 9 Uhr bis 17 Uhr oder 17:30 Uhr ungefähr geöffnet haben. Es gibt auch einige Börsen, die länger offen haben, aber Xetra beispielsweise in Deutschland hat eben 9 bis 17:25 Uhr, glaube ich, geöffnet. Oder eben die amerikanischen Märkte. Die amerikanischen Märkte, die unserer Zeit um 15:30 Uhr eröffnen und dann bis 22 Uhr am Abend offen haben. Und das sind eben die Handelszeiten. Und hier muss man sich an die Gegebenheiten anpassen. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen beispielsweise das Daytrading sehr, sehr interessant ist. Und das ist vor allem am Beginn des Handelstages und am Ende des Handelstages, wobei das jetzt insbesondere für die Vereinigten Staaten gilt. In den USA ist es sehr, sehr lukrativ, den sogenannten Open zu traden im Daytrading oder eben den Close. Das heißt, da muss man entweder um 15:30 Uhr vor dem Rechner sein oder eben am Abend um 22 Uhr. Und vieles ist einfach für berufstätige Trader nicht möglich, denn es ist ja nicht damit getan, dass man jetzt um 15:30 Uhr den Computer einschaltet und tradet, sondern man braucht eine gewisse Vorbereitungszeit. Das heißt, man muss sich ja im Vorfeld heraussuchen, welche Unternehmen möchte man heute handeln, was hat man auf dem Radar, wo ist eine gewisse Volatilität zu erwarten. Man muss sich auch vorbereiten in Richtung, welche Wirtschaftsdaten kommen beispielsweise raus. Es gibt immer wieder so Zeiten, wo gewisse Fundamentaldaten veröffentlicht werden. Das ist ein Teil vorbörslich um 14 Uhr in den Vereinigten Staaten unserer Zeit nach oder eben um 16 Uhr oder auch um 18 Uhr oder 18:30 Uhr kommen dann gewisse Nachrichten oder auch erst um 20 Uhr. Es gibt immer wieder so bestimmte Zeiten, wo einfach News rauskommen, kumuliert. Und auf die muss man natürlich vorbereitet sein. Das heißt, als berufstätiger Trader wird es eben schwierig werden, wahrscheinlich um 15:30 Uhr schon vor dem Computer zu sitzen. Und deswegen bietet sich natürlich der Abend an. Das heißt, der Close, dass man so gegen 22 Uhr, dass man hier bereits, um 22 Uhr ist der Close, dass man hier bereits um beispielsweise um 21 Uhr sich vorbereitet auf die Märkte. Aber da gibt es eben wieder das, dass viele Trader natürlich ein sehr, sehr erfülltes Privatleben auch haben und den Abend gerne mit der Familie verbringen möchten. Also so scheidet auch das wiederum aus. Und die Zeiten dazwischen ist halt auch so eine Sache. Natürlich kann man grundsätzlich zu jeder Zeit, wo der Markt geöffnet hat, vernünftig und gut traden. Das Problem ist aber eben nur, dass eben aufgrund einer Berufstätigkeit liegt ja der Fokus eines privaten Traders im Regelfall ja ganz woanders. Das heißt, Sie kommen jetzt beispielsweise heim um 17:30 Uhr, 18 Uhr von der Arbeit, sind wahrscheinlich müde, hatten Probleme mit ihren Vorgesetzten. Naja, dann gibt es irgendwann Abendessen. Sie wollen sich ja mit ihrer Frau unterhalten, mit den Kindern beschäftigen. Wann hat man dann Zeit fürs Trading? Und das ist genau das, was viele einfach übersehen. Und ich kenne Trader, bei denen hat das schon tatsächlich auch zu privaten oder zu familiären Problemen geführt, weil die einfach nach Hause kamen und dann nichts anderes mehr als Trading im Kopf haben. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, ob das Trading jetzt erfolgreich ist oder nicht, aber wenn es zu einer Disharmonie in der Partnerschaft führt, dann ist es sicherlich nicht ein ideales Instrument. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass es einen sehr, sehr angenehmen Ansatz gibt für berufstätige Trader, nämlich das sogenannte Positions- oder Swing-Trading. Und Positions- oder Swing-Trading ist oftmals so ausgestaltet, dass man eine Order bereits zur Börseneröffnung einstellen kann in den Markt. Das heißt, dass ich, wenn ich mir jetzt den Tagesablauf eines berufstätigen Traders ansehe,
Kann ich mir in der Früh beispielsweise die aktuellen Kurse von den jeweiligen Servern holen, kann diese Kurse verarbeiten und kann nach geeigneten Kaufsignalen Ausschau halten. Wenn ich diesen Prozess möglichst geschickt schon aufgesetzt habe, ist sicherlich Übungssache, dann schaffe ich das wahrscheinlich in wenigen Minuten, dass ich mir die Signale des Tages aussuche, dann bestimme ich Positionsgrößen und dann schicke ich eben die Orders entsprechend zum Broker. Mit dem Orderzusatz zum Beispiel Opening oder Market on Open, das bedeutet, dass sie zur Börseneröffnung ausgeführt werden. Und dann muss ich nicht um 15.30 Uhr physisch vor dem Computer anwesend sein. Dann kann ich, wenn ich sicher sein will, über eine mobile Applikation, über eine App, über mein Smartphone die Orderausführung beobachten. Diese 2-3 Minuten Zeit wird sicher jeder oder fast jeder im Job haben, aber auch wenn nicht, die Programme sind heute so stabil, dass diese Order, wenn sie einmal platziert ist, dass die auch ausgeführt wird. Es sei denn, es gibt irgendwelche anderen Umstände, externe Umstände, dass es generell zu keiner Orderausführung kommt. Das kann vielleicht mal unter Umständen passieren, aber das ist nicht die Regel. Das heißt, wenn Sie eine Order jetzt in der Früh absetzen, die dann am Nachmittag gelten soll, dann haben Sie einen Trading-Ansatz gefunden, der völlig losgelöst von ihrer beruflichen Situation funktioniert, wenn er denn funktioniert, das ist natürlich klar, das ist jetzt nicht gesagt, dass sie deswegen Profite machen, aber rein ausführungstechnisch funktioniert dieser Ansatz so. Und das ist eben typisches Swing- oder Positionstrading. Natürlich können Sie diese Ordertechniken auch bei Trendfolgemodellen benutzen, klar. Aber in erster Linie ist es so, dass viele Trader, die ich kenne, auch ich persönlich, mit sogenannten Swing-Trading-Systemen arbeiten, wo man eben täglich quasi Märkte screent, Signale sucht, diese Signale beim Broker einstellt und das eben nicht unbedingt mit einer Screen Time vor dem Rechner. Ich habe zwar grundsätzlich oder ich hätte Zeit, sagen wir es mal so, aber ich will sie mir gar nicht nehmen. Ich möchte mich eben mit anderen Dingen beschäftigen, auch nachmittags, abends, als wie jetzt vor dem Ticker zu sitzen und die Kurse zu beobachten und da wirklich jetzt live zu handeln, während die Märkte offen haben. Ich habe es lieber gemütlich im Trading, gemütlich bedeutet, dass ich einfach gewisse Prozesse im Trading automatisieren kann, wobei ohnehin viele Dinge oder viele Strategien von mir komplett automatisiert sind. Aber das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Das ist schon klar. Und es geht auch nicht darum, dass Sie jetzt alle Strategien automatisieren sollen. Aber eben mit gewissen Ordertechniken ist das möglich. Und bei Swing-Trading-Ansätzen macht das Sinn. Wie gesagt, tägliche Arbeit, Viertelstunde, 10 Minuten in der Früh. Bevor Sie in den Job fahren, bevor Sie zur Arbeit fahren, machen Sie quasi Ihre Trades und stellen die dann entsprechend in der Handelsplattform ein und eben auch gleich die Exits dementsprechend. Also so ist es eine sehr, sehr runde Sache und diese ganze Symbolrotation, die findet dann eben zur Börsenöffnung statt. Das bedeutet, Swing Trading ist eine sehr, sehr lukrative und sehr, sehr interessante, aber auch eine sehr, sehr ressourcenschonende Möglichkeit, wie man an der Börse Geld verdienen kann. Und da muss man jetzt nicht unbedingt wirklich ganz langfristige Trends handeln. Man kann eben auch innerhalb von wenigen Tagen eben die Orders immer wieder platzieren, die Orders dann quasi zum Markt schicken und diese Haltedauer beträgt dann eben nur wenige Tage. Und das ist eben genau das, wie man erfolgreich traden kann. Also Swing Trading ist jetzt nicht etwas, wo man jetzt quasi resignieren muss als berufstätiger Trader und sagt, naja, mir bleibt halt leider nur das Swing Trading, ich wäre ja viel lieber Daytrader, aber man muss sich auch überlegen, dass Daytrading natürlich mental eine ganz andere Herausforderung ist für den privaten Trader und dass Daytrading auch viel, viel schwieriger ist aufgrund der Geschwindigkeit, aufgrund der Hektik der Märkte, die teilweise in manchen Marktphasen existiert, während eben Positionstrading im Regelfall eigentlich immer dann gemacht werden kann, also die Handlungen, die Sie setzen, schätzen Sie meistens bei geschlossenen Märkten. Das heißt, Sie haben auch einen gewissen Abstand zu den Börsen, der sicher nicht verkehrt ist. Also überlegen Sie doch, ob Sie nicht auch mal sich mit dem Thema Positions- oder Swing Trading beschäftigen. Es ist ein sehr, sehr lukrativer und ressourcenschonender Trading-Ansatz.